Ja, die Killerpilze waren von 0 auf 100 plötzlich Stars. Hallo! Was macht ihr denn hier? Wer sind wir eigentlich? In diesem Moment haben wir, glaube ich, gemerkt, dass sich unser Leben halt wirklich verändert hat. Today. The show in Paris is again sold out. We're still living our dream. Ich habe in 6 Wochen 26.000 Euro für Party machen ausgegeben. Da ist natürlich der Weg zum Absturz jetzt auch nicht weit. Ihr bringt so ein bisschen den Touch von Tokyo Hotel quasi mit, ne? Nee. Wir wollten nicht als dieses One-Hit-Wonder-Ding Teenie-Punk-Rock gesehen werden. Killerpilze auf dem Cover von der Bravo. Die Band hat sich geweigert. Was bitteschön hat das noch mit Punkrock zu tun, Mann? Ich erinnere mich an so einen krassen Spruch von Seiten der Plattenfirma, dass sie ja den größten Hit der Welt schreiben könnten. Es würde momentan keinen interessieren. Und als Schlagi mir gesagt hat, dass er aus der Band aussteigen will, ist auf jeden Fall eine kleine Welt zusammengebrochen. Das Letzte, was der Jo zu mir damals gesagt hat, war: Hey Mann, Schlagi, du kiffst einfach zu viel. Ich höre mit dem Kiffen auf, Mann. Mir geht's nicht darum, dass ich... Verstehst du, Mann? Wir wollen die größte Rockband Deutschlands werden. Warum die immer noch diesen bekackten Namen haben, ne? Wenn die Killerpilze einen Tittenorkan entfachen können, dann ist einfach alles möglich. Ich will den Leuten einfach in Erinnerung bleiben als eine Band, die einen ganz einzigartigen Weg gegangen ist.